Merkwürdig. Irgendetwas schlägt in regelmäßigen Abständen gegen die Fensterläden. Watson, ich glaube, ich weiß, was getan werden muss, um die Bomben zu entschärfen, Holmes. Gut gemacht, Watson. Nein, nicht wirklich. Denn die Bombe, die ich bei mir habe... Oh, ich verstehe. Wie schaffen Sie es immer wieder, sich in solche Situationen zu bringen? Ich hatte in dieser Angelegenheit keine andere Wahl. Sie ist scharf, nehme ich an. Leider ja. Und ich brauche Sie, um das zu ändern. Perfekt. Wir müssen zum Karussell gehen. Können Sie den Telefonapparat mitnehmen? Nun, ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Sie werden es verstehen, wenn Sie sich das Steuerpult genauer ansehen, das auf dem Karussell installiert ist. Bitte beeilen Sie sich! Ich würde dieses höllische Ding liebend gerne loswerden. Andererseits müssen wir sorgsam darauf Acht geben. Wir brauchen die Bombe, um die Lagerhalle, wo die Suppe hergestellt wird, in die Luft zu sprengen. Treten Sie zur Seite, ich springe. Eigentlich ist es ganz einfach, Holmes. Alle Bomben verfügen über einen Schalter, mit dem sie entschärft werden können. Aber es gibt sicher einen Haken, nicht wahr? Natürlich. Die Bomben sind über eine Funkfrequenz mit der Antenne des Karussells verbunden. Und die Wellenlänge dient als eine Art Sicherheitssystem, damit die Schalter der Bomben nicht funktionieren. Die Verbindung zum Karussell muss also gekappt werden. Aber das ist noch nicht alles. Falls sie danach niemand mit Hilfe der Schalter deaktiviert, explodieren sie dennoch. Genau, deswegen brauchen Sie das Telefon. Wir müssen Lestrade anrufen und ihm Bescheid sagen, sobald er die Schalter benutzen kann. Gut gemacht, Holmes. Sie haben es verstanden. Dieser Rollentausch ist wirklich erheiternd, Watson. Wir können uns später darüber amüsieren. Die Zeit drängt. Okay. Wir sind schon mal wieder weiter. Alles spitzt sich langsam zu. Ach, ich bin ja genau. So. Als erstes müssen wir... Den hast du wo? Da, Sherlock? Als erste... So. Mach mal auf, ja. Perfekt. So, wie kann ich das denn jetzt bewegen? Okay. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Jetzt nicht ganz. Okay. So, gelb, 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 grün, gelb, gelb, rot, gelb, Die Verbindung zur Bombe im Buckingham-Palast ist unterbrochen. Okay. Gelb, grün. Nein. Grün. 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 Oh.
Rot. Grün. Die Verbindung zur Bombe im Hauptgebäude von Scotland Yard ist unterbrochen. Gut. Blau, blau. Blau, rot. Und, Die Verbindung zur Bombe in der Bank of England ist unterbrochen. Gelb, gelb. Hä? Gelb, gelb, gelb. Grün. Gelb, rot. Gelb, blau. Was fehlt denn noch? Rot, rot. Am besten... hier noch ein Rot hin. Da fehlt mir jetzt grün, blau. Die Verbindung zur Bombe im House of Commons ist unterbrochen. Das war's, Holmes. Die Verbindung zu den Bomben ist unterbrochen. Sie können jetzt die Schalter benutzen, Lestrade. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich's gemacht habe, aber ich hab's geschafft. Holmes. Ich hab's geschafft. Die Bomben hätten eigentlich vor 5 Minuten detonieren sollen. Du gehst und suchst die Anarchisten. Bring sie zur Lagerhalle. Bleib hier. Ich gehe in die Lagerhalle und sehe nach, wie es mit der Suppe aussieht. Wir müssen hier raus. Holmes, wo gehen wir hin? Watson, was haben Sie mit der scharfen Bombe vor, die Sie bei sich tragen? Mein Gott, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Bombe würde woanders eher ihren Nutzen erfüllen. Los, gehen wir und versuchen, unsere letzte Gelegenheit, London zu retten, nicht zu vergeuden. Okay. Gehen wir. Hoffentlich darf ich hier raus. Lasst mich raus. Die Wachen sind nicht mehr am Tor. Das ist unsere Chance. Gut, komm. Komm, Watson. Schnell. Wir müssen schnell runtertuckern. Shit. Holmes, diese Sirene habe ich nicht erwähnt, oder? Nein, aber ich vermute, dass sie etwas mit der vergifteten Suppe zu tun hat. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, wenn sie das nächste Mal ertönt, verlassen die Wagen das Gelände, um Prinz Woodwills Netzwerk in London zu versorgen. Und dann kann nicht mehr verhindert werden, dass die Bevölkerung vergiftet wird. Wir müssen uns beeilen. Moriartys Männer suchen nach uns. Die Suppe ist fast fertig und ich halte eine scharfe Bombe in meinen Händen. Ja, dann komm. Runter. Nicht gut. Oh, oh. Da sind sie! Hey! Hey! Sie haben uns gesehen. Da sind sie, Bass, in der Gondel. Der angesehene Sherlock Holmes. Zurück unter den Lebenden. Leider wird ihre Wiederauferstehung nur von kurzer Dauer sein. Waren wir jemals in einer solch verzwickten Lage? Äußerst selten, muss ich gestehen. Worauf warten Sie noch, Gentlemen? Haben Sie Angst, Holmes? Die Bombe explodiert gleich. Und Moriartys Männer können uns entweder hier erschießen oder die Seilbahn wieder in Bewegung setzen und uns auf dem Dach der Lagerhalle schnappen. Wir sitzen in der Falle. Moriarty will uns leben, das ist offensichtlich. Also nutzen wir die wenigen Minuten, die wir haben. Okay. Was machen wir denn jetzt? Der Hebel. Oh
Okay, was können wir machen? Was sollen wir als nächstes? Ich werde Moriarty gleich ein... Sie machen... So, pass mal auf. Haha. Nein, das ist nicht... Da fehlt ja noch was, okay. Ausgezeichnet. So, ich verstehe, Holmes. Gut, lassen wir es drauf ankommen. Viel Spaß. Der Hebel klemmt. Haben wir noch... Wir haben nichts mehr. Was sollen wir machen? Hilf mir. Da. Okay. Was machen Sie, Holmes? Das Manuell... Es hat funktioniert. Gut. Hier sind wir sicher. Ja, nur noch wenige Sekunden bis. Yay. Mein Gott, ich bekomme eine Gänsehaut. Moriarty. Er war in der Lagerhalle. Dieses Mal ist es vorbei, Holmes. Die mysteriöse Person, die Moriarty anscheinend Befehle erteilt. Wer könnte so mächtig sein, dass er Moriarty herumkommandieren kann? Gehen wir zum Verlass. Okay, gehen wir. Der Bild, jemand? Oh oh. Ich dachte schon, wer ist das? Sind wir und das Verlassenhaus? Das ist in die Richtung. Ich bin mal sehr gespannt, wer das ist. Die Türen sind offen. Vielleicht sind wir zu spät. Das denke ich nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Wer ist denn das? Wer kann das bloß sein? Und wo könnte er sein? Ich würde sagen, gehen wir hoch. Lässt sich. Wo sollen wir hin? Was sollen wir als... Was meinen Sie? Was sollen wir als... Okay. Ist kein... Okay. Ist vielleicht hier ein Labyrinth drin? Keine Ahnung. Lässt sich nicht. Ich hab keinen Schlüssel, ich hab kein gar nichts, also. Wo soll ich denn hin? Lässt sich. Hab ich irgendwas noch nicht gesehen hier? What's hilf mir? Oh oh. Rühren Sie diese Tür nicht an. Zurück. Shit. Er hat's überlebt.
Verdammt! Sie verfluchter Mistkerl, Holmes! Sie haben die Explosion also überlebt. Professor, legen Sie die Waffe weg. Ich untersuche Ihre Wunden. Keinen Schritt näher. Ich brauche keinen Arzt. Es ist vorbei, Moriarty. Sie sind gescheitert. Nicht ganz. Ihr Tod wird meine Niederlage relativieren. Wir sind gescheitert, Holmes. Sie und ich. Wenn das so ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie mir die Beantwortung einer letzten Frage verweigern. Eine Frage? Sie können sie bald dem Teufel stellen, Holmes. Ist Schielmann gegen sein eigenes Gift immun? Was? Lassen Sie sie nicht allein, Holmes. Ich wollte immer nur das Beste für Sie. Nur Sie wären ihr ein würdiger Lehrmeister. Nehmen Sie sie. Wer ist sie? Hilfe. Was ist jetzt los? Okay, ich dachte schon, ich wäre stehen geblieben. Viel Spaß. Ich war überrascht. Mein Freund wurde von seinen Gefühlen überwältigt. Noch nie habe ich ihn so gerührt gesehen wie in diesem Augenblick, als er mit dem Kind in den Armen in die Nacht ging. Holmes nahm sich dieses kleinen Mädchens an. Er erzog es mit hohen Anforderungen, aber auf liebevolle Weise. Dank des Mädchens lernte er endlich, die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen. Und ihm widerfuhr etwas, das ihm bis dahin fremd gewesen war: Liebe. Ja, das war's, oder? Ja, das war's. Boah. Was ein geiles Spiel. Ohne Scheiß, was ein geiles Spiel. Ja. Der von Hans Schielmann getötet wurde, der Moriarty. Ihr habt's gesehen. Und wie sich das dann alles durch ein kleines Kind hat sich Holmes verändert. Wer hätte das gedacht? Ja, auf jeden Fall war es der erwartete geile geile Titel, den ich mir so auch gewünscht habe. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund ist nicht zu laut. Ich weiß nicht, dass man mich überhaupt hören kann. Und zwar Aiden. Das Spiel war, wie schon gesagt, erwartet war ein schöner Krimi mit viel Detektivarbeit und so weiter.
Und auf in den letzten Teilen waren ja mal vielen Unterbrechungen. Da tue ich mir sehr schwer immer mit unterbrechen, aber. Ach, das war schon. Okay. Das war mal ein kurzes, kurze Credits. Aber warte, ich kann jetzt nochmal machen. So. Das Spiel war, wie gesagt, alles toll. Die Grafik, ja, was will man eigentlich erwarten? Das war geil. Die Dialoge, der Humus wurde geil dargestellt. Schöne Wendungen. Alles das, was es ausmacht, so ein Spiel. Für mich. Das bleibt anderes zu sagen, als mir hat es sehr gefallen. Ich gebe auf jeden Fall eine hundertprozentige Kaufempfehlung, dass, wenn ihr es bei mir gesehen habt, selber spielen, wie gesagt, macht immer mehr Spaß. Gut. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als viel Spaß bei einem meiner nächsten Projekte und ja. Das war's jetzt eigentlich mit Sherlock Holmes. Aber ich warte noch, bis das hier zu Ende durchgelaufen ist. Oder? Läuft das jetzt hier durch? Ja. Gut. Ja, wie gesagt, wir sehen uns in einem der nächsten Projekte wieder. Ich weiß schon, was das nächste ist. Ihr dürft mir aber ruhig schreiben, was ihr als nächstes haben wollt. Aber das war's für das Testament des Sherlock Holmes. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich sag mal bis dann. Haut da rein und tschaußen.